Hallo, hier ist wieder mal eure Heißluftfee. Und heute gibt es Backgouda. Gewünscht von der Gisela. Die wollte eigentlich einen Backcamembert. Den habe ich jetzt gerade nicht, aber der Backgouda geht ja in derselben Zeit mit derselben Temperatur. Und wie ich das jetzt mache, zeige ich euch Vier jetzt. Backgouda in der großen Princess XXL. Einfach hinein. Wenn das jetzt zugehen würde, geht es. Und 180 Grad, 5 Minuten. In der Zeit mache ich Toastbrote, vier und hohle Preiselbeeren und gekochten Schinken. Es hat gepiept und wie ihr hier seht, habe ich hier schon die Preiselbeeren in einer halben Birne, ein Toastbrot mit Schinken drauf und natürlich ein Rotwein. Es ist ja abends. Ich sag euch mal ganz lieb Prost. Und jetzt schauen wir mal, was unser Backgouda macht. Ah, der sieht gut aus. Genau richtig und auch noch nicht aufgeplatzt. 180 Grad, 5 Minuten, ganz einfach. Jetzt nehmen wir unseren guten Schnappi. Greifen da ganz vorsichtig drunter. Und jetzt schneide ich ihn auch gerne an, damit ihr gucken könnt, wie er geworden ist. Dafür lege ich euch mal ganz kurz aus der Hand. So sieht er aus, wie schön aufgebläht er ist. Ganz toll. Und jetzt stelle ich hier mal meine Halterung ab, damit ihr mitschauen könnt, wenn ich es anschneide. Klasse. Die waren übrigens tiefgefroren. Jetzt kann man schön sehen, wie er ausdampft. Und das ist natürlich wieder mal sehr heiß. Aber nehmen wir da mal ein Stückchen davon und ein bisschen Preiselbeer. Köstlich. Ihr Lieben, in diesem Sinne, euch viel Spaß beim Nachmachen. Huch, jetzt hätte ich mich beinahe noch verschluckt. Das ist jetzt Backgouda gewesen. 180 Grad, 5 Minuten. Ganz einfach, ganz schnell. Viel Spaß beim Nachmachen. Eure Heißluftfee.